Moin Freunde, ich kann nicht viel erzählen, ich muss mich beeilen. Wie gesagt, es ist bald Weihnachten und das Märchen ist auch noch nicht zu Ende. Also, wir waren stehen geblieben nach dieser Bruchlandung und dann haben sie den hammerharten Ernie getroffen, diesen Hippie, und laufen immer noch durch den Busch in Afrika. Deswegen habe ich auch meinen Strohhut aufgesetzt, weil ja, wie gesagt, Hüte machen Bräute und ich habe ja erzählt, also ich kann mich vor Bräuten nicht mehr retten. Seitdem ich jetzt dieses Märchen hier erzähle. Es geht weiter. Sechs. Nicht sechs. Sechs. Die kleine Gruppe kam nur mühsam voran. Sie sahen in der Dämmerung einen kleinen flachen Hügel vor sich liegen, den sie schnell erklommen hatten, denn er war nicht allzu hoch. Es wurde immer dunkler und der Boden war weich, sehr weich. Eigentlich viel zu weich für einen Boden. Und alle fragten sich insgeheim, auf was sie nun wohl laufen würden. Alle außer dem Gänseblumenmädchen und Zollwig, die gemütlich da eingekuschelt in der Wiege lagen und schliefen. Auch Gumbi, die im Rucksack saß, machte sich keine Gedanken. Emma Lee und Emma Lund taten sich besonders schwer mit ihren dünnen, langen Beinen. Irgendwie war das komisch. Denn wenn die einen Fuß nach oben hoben, um ihn dann wieder nach vorne zu setzen, hatten sie das Gefühl, als ob der Boden mit ihnen nach vorne laufen würde und sie immer auf der Stelle treten würden. Das ging so ein paar Stunden dahin und sie waren dennoch frohen Mutes, denn sie sahen den feuerspeienden Berg immer näher kommen. Dort würden sie jetzt einmal Rast machen, um sich von den Strapazen zu erholen, um dann die Ballonblumen zu suchen. Hans Carl Björn, der eigentlich auch Sepp hieß, bemerkte, wie sich sein Rucksack plötzlich bewegte und Gumbi in ihm wild herumtappelte. Was ist denn los, mein kleiner Freund? Fragte er besorgt. Es ist soweit, ihr lieben Freunde. Ich fange an, mich umzuwandeln. Zuerst werde ich unbeweglich werden und zu einem bunten Leuchtball. So bleibe ich dann eine Zeit lang und was dann aus mir wird, das weiß ich selber noch nicht so genau. Pippelina, Hans Karl Björn Sepp, der gerne noch Ernie heißen würde, Emily und Emmalund schauten sich überrascht an, während sich im Innern des Rucksacks etwas Erstaunliches vollzog. Es fing an zu blitzen und zu vibrieren, zu zappeln und zu surren, und tausend bunte Lichter erschienen mal hier und mal da, am Äußeren des Rucksacks. Dann gab es einen Knall, und alles war ruhig. Hans Karl Björn, der eigentlich noch Sepp hieß und gerne Ernie heißen würde, griff in den Rucksack und holte aus ihm eine schöne, bunte, leuchtende Kugel, die aussah, als wäre sie aus trübem Glas und die ein wunderbares, helles Licht verströmte. Zuerst blickten alle auf die Kugel und sogar das Gänseblumenmädchen und Zäubig waren von dem hellen Licht erwacht. Doch was war das? Sie spürten auf einmal, wie sich der Erdboden unter ihnen bewegte. »Ih, wie eklig!« schrien Pippelina und das Gänseblumenmädchen zugleich, so dass sie einen Schwarm Fledermäuse, die in den Zweigen hingen, aufscheuchten. Sie standen auf einem großen, dunklen, flachen Lebewesen, das gemächlich mit ihnen dahin marschierte. Durch das Licht geblendet hielt es an und schaute mit einem Teil seines Körpers, auf dem zwei Stängel mit Augen saßen, zu seinen Mitreisenden auf seinem Rücken. »Eine Riesennachtschnecke!« rief Pippelina angeekelt. Entkommen war nicht möglich, denn ihre Beine klebten in dem Schneckenschleim. »Wer bist du denn?« fragte Hans Karl Björn, der gerade nur Hans Karl Björn heißen wollte, das Ungetüm mutig. »Na, was denkst du?« antwortete die Riesennachtschnecke. »Ein kleines Rätsel für dich. Erst war ich eins mit zwei Namen, dann war ich zwei mit jeweils einem Namen und dann wieder eins. Dann ein anderes, um dich zu fressen.« Da wurde der kleine Troll ganz grün um die Nase, denn Trolle werden immer grün, wenn sie erschrecken. »Dann bist du?« stotterte der kleine Knirps. »Ein Nacktriese? Ein Nacktriese? Ich lache mich tot!« »Na, was bist du dann? Du bist riesig und nackt.« »So ein Blödsinn! Ihr Trolle seid ja noch dümmer, als man glaubt!« Da fiel es Hans Karl Björn, der eigentlich Sepp hieß und gerne Arne heißen würde,
Oder auch Iris, wenn er ein Mädchen wäre, wie Schuppen aus den Haaren. Und seine Nackenhaare sträubten sich zu einem Bärenfell. Du bist. Na, sag es endlich! Stöhnte die Riesennacktschnecke und hör auf zu stottern! Du bist der Gieraffe. Na, endlich! Natürlich bin ich der Gieraffe! Und jetzt die Giernacktschnecke! Ich habe euch zum Glück noch zur rechten Zeit erwischt. Jetzt fresse ich euch alle mit Haupt und Haaren. Obwohl, im Moment bin ich noch satt. Unterwegs hatte ich hin und wieder etwas Gras gefressen, aber immer vegetarisch. Das ist nicht für Vaters Sohn. Außerdem bin ich müde. Ich mache mich erst einmal lang. Dabei zog die Giernacktschnecke ihre Teleskopaugen ein und eine halbe Minute später schnarchte sie zum Gott erbarmen. Ja, nun war guter Rat teuer. Das Gänseblumenmädchen sagte, Igitt, meine neuen Schuhe, alles voll Schneckenschleim. Die bekomme ich ja nie wieder sauber. Hast du denn keine anderen Sorgen? Wenn dich die Gierschnecke frisst, brauchst du keine Schuhe mehr und der Schnecke ist es piepegal, ob die dreckig oder sauber sind, sagte Hans-Karl Björn. Der Emmerlund und Emmerli konnten es einfach nicht fassen. Da sind wir gelaufen und eigentlich nur auf der Stelle. Beide hatten ja noch ihre Gummistiefel an. Wenn wir nun unsere Stiefel ausziehen, können wir doch losfliegen, sagte Emmerli. Ja, schon. Aber was wird mit Hans-Karl Björn, der eigentlich Sepp heißt, aber gerne Erne heißen würde, oder Iris, wenn er ein Mädchen wäre? Und was wird aus Pippelina, die ja auch mit den Füßen an diesem ekligen Untier festklebt? Die kleine Solvig brauchen wir ja nur aus der Wiege zu nehmen. Und was ist mit dem Gänseblumenmädchen? Während dieser Überlegungen wurde der leuchtende Ball immer größer und größer. Gummi saß darin und schaute aus dem Leuchtball und rief, »Mach's gut, Freunde! Vielleicht sehen wir uns im nächsten Leben wieder!« Der Ball stieg höher und höher. Als er etwa 200 Meter in der Luft war, explodierte der Ball und zerfiel in unzählige kleine Bälle. Sie stiegen immer höher in die Luft, bis sie immer kleiner wurden und sich mit dem Himmel zu einer Einheit verschmolzen. So, sagte sich Ernie, wenn er dabei gewesen wäre, den habe ich endlich entsorgt. April, April, sagte hinter ihm eine Stimme. Das war doch nur die Fruchtblase, die geplatzt ist. Als sich Hans-Karl Björn, der eigentlich Sepp hieß, aber gerne Ernie heißen wäre, oder Iris, wenn er ein Mädchen wäre, umdrehte, saß hinter ihm ein wunderschöner Schmetterling am Fußende von Solvigs Wiege. Oh, wie tön, ein Schmetterling, rief die Kleine. Anmerkung des Erzählers. Trolle sind sehr schlau, sie sehen irgendetwas zum ersten Mal und wissen gleich, was das ist. Aber wie bist du denn auf der Erde gelandet? Du bist doch mit der Fruchtblase ganz oben in der Luft gewesen. Das war Pipifax, natürlich an der Nabelschnur. Inzwischen hatte sich Pippelina, weil sie müde war, hingesetzt. Wobei sie nicht daran gedacht hatte, dass sie jetzt auch mit dem Hintern auf dem schleimigen Rücken der Gierschnecke festklebte. Ich kann nicht mehr aufstehen, ich hänge fest, was machen wir nur? Nie mehr kommen wir nach Hause, unsere armen Eltern, wie werden die sich grämen? Gänseblümchenmädchen, sag, weißt du nicht, was wir machen können? Bis jetzt wusste zum Glück niemand außer Hans-Karl Björn, der eigentlich Sepp hieß, aber auch gerne Ernie wäre und zur Not auch Iris gewesen wäre, wenn er ein Mädchen gewesen wäre, dass der Schneck sie alle fressen wollte. Das hatte der Nacktschneck, der nur Hans-Karl Björn, der eigentlich Sepp hieß, aber gerne Ernie gewesen wäre, aber zur Not auch Iris, wenn er ein Mädchen gewesen wäre, im Vertrauen erzählt, weil er nicht wollte, dass sie das jetzt schon wussten. Denn er wollte sie im Schlaf überraschen und fressen. Ja, es sollte eine Überraschung werden. Allerdings ihm fiel ein, dass das Gänseblumenmädchen das Gespräch belauscht haben könnte. Und außerdem hatte er ihr ja selber gesagt, dass die Gierschnecke sie fressen will. Siehe weiter oben. Warum seid ihr denn alle so wortkarg? Fragte Gummi, der Schmetterling. Da nahm ihn Hans-Karl Björn, der eigentlich bei Sepp hieß, beiseite und erzählte ihm, was der Riesennacktschneck mit ihnen vorhatte.
Bis jetzt schläft er noch, aber was ist, wenn er aufweckt? Gumbi überlegte eine Weile, klappte mit seinen Flügeln hoch und runter, zog seine Stirn in Falten, er war ja ein Falter. Ich hab's. Irgendwo hier in der Nähe kenne ich eine Wiese, da wachsen Mohnblumen. Wenn die jetzt verblüht sind, dann befinden sich aber noch die Mohnkapseln auf den Stängeln. Wenn man die anzündet, entsteht ein Rauch, der einen schläfrig macht. So schnell wacht man da nicht mehr auf. In der Zwischenzeit können wir eventuell Hilfe holen. Na, dann beeile dich, flüsterte Hans Karl Björn, der eigentlich Sepp hieß, aber gern auch Ernie wäre oder zur Not, wenn er ein Mädchen wäre, auch Iris heißen wollte. Es waren nur ein paar Minuten vergangen und der Gierschneck schnarchte munter, schläfrig vor sich hin. Da kam Gummi wieder angeflogen. In seinem Rüssel hielt er eine Mondkapsel. Gummi, rief Hans Karl Björn, du hast es geschafft. Pippelina, das Gänseblumenmädchen und Emmerli und Emmerlund wunderten sich, dass ausgerechnet, wo sie in Gefahr waren, Gummi nichts anderes im Kopf hatte, als eine Mondkapsel zu bringen. Was denn? Fragte das Gänseblumenmädchen. Sollen wir die essen? Papalapap, hat jemand eventuell Streichhölzer? Fragte Gummi. Ja, rief Hans Karl Björn, denn er erinnerte sich, dass er damit ja die Pfeife in Brand gesteckt hatte. Schnell brannte Hans Karl Björn die Kapsel an, bis der Rauch zum Himmel stieg und legte sie dem Schneck hinter die Nase. Und nun, was machen wir jetzt? Irgendwann wird er doch aufwachen. Als ich die Kapsel gesucht habe, sah ich am Horizont dunkle Regenwolken. Wenn es ein Unwetter gibt, dann ist es möglich, dass sich die Schleimschicht von dem Schneck auflöst oder der Regen spült den Schleim ab. Es dauerte auch nicht mehr lange, es wurde stockdunkel und die ersten Regentropfen fielen vom Himmel. Zum Glück stand Emmerli ganz dicht bei Solvigs Wiege, sodass sie schützend einen Flügel als Regendach über die Wiege ausbreitete. So standen sie dann auf dem Riesenschneck und warteten. Es wurde bitterkalt. Das Gänseblumenmädchen zitterte in ihrer dünnen Bluse. Pippelina ging es nicht besser, aber sie war tapfer und bildete sich ein, sie säße zu Hause am warmen Ofen. Diese Einbildung war so stark, dass sie sich sogar ihre Jacke auszog, weil ihr warm wurde. Emmerlund stand wie ein begossener Pudel in seinen vollgelaufenen Gummistiefeln. Keiner merkte indes, dass sie alle mit den Knöcheln schon im Wasser standen. Auf einmal rief Pippelina, ich kann wieder laufen. Ich auch, rief das Gänseblumenmädchen. Nach anfangs schweren Schritten konnte auch Hans Karl Björn wieder einen Schritt machen und noch einen. Hurra, rief Emmerli, ich kann die Füße wieder bewegen. Inzwischen entwickelte sich der Regen zu einer Sintflut. Das Wasser stieg immer höher und höher. Der Rücken vom Gierschneck war schon in den Fluten verschwunden. Hilfe! Wir müssen ertrinken! Hilfe! Hört uns denn keiner? Ich kann nicht schwimmen, rief das Gänseblumenmädchen. Ich auch nicht, jammerte Pippelina. Da kommt ein Baumstamm, rief Emmerli. Komm, Emmerlund, wir müssen ihn aufhalten. Schnell, haltet euch an ihm fest. Zuerst krabbelte das Gänseblumenmädchen auf den Stamm. Dann folgte Pippelina. Hans Karl Björn, der eigentlich Sepp hieß und jetzt gerne Ernie wäre, da er jetzt in einer warmen Höhle gesessen hätte, zog die Wiese hinter sich her, die Wiege hinter sich her, in der Solvig lag, und klapperte sich mit letzter Kraft an einen Ast des Stammes. Schnell wurden sie mit dem Baumstamm fortgetrieben. Als sich Hans Karl Björn umdrehte, sah er hinter sich nur noch eine riesige Wasserfläche. Der Gieraffe hatte wohl dort sein gerechtes Ende gefunden. Dankeschön, das war Teil 6 und schön, dass ihr noch da seid. Ich bedanke mich für die Kommentare und bis morgen. Tschüss, euer hammerharter Ernie.